Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns die Lonely Wolf Karten an. Und vorab, Dankeschön an Spielkartenshop, mega coole Karten. Wenn ihr die auch haben wollt, 8% Rabatt mit dem Code ValeriaMagic bei Spielkartenshop. Ja, kann ich euch nur empfehlen übrigens. Top-Karten sind momentan meine Lieblingskarten, unter anderem feiere ich. Aber ja, Lonely Wolf, ich zeige euch heute mal, wie die aussehen, was die drauf haben, die Qualität und so weiter. Ein bisschen Cards, die habt ihr ja schon damit gesehen. Und ja, in Fächern sieht es einfach nur top aus. Wir haben auch eine richtig coole Verpackung. Lonely Wolf steht vorne dran. Dann haben wir, das ist eins von 5000 Decks. Sehr cool. Und ja, unten steht noch Bokobo und so weiter. Außerdem haben wir noch so einen coolen Siegel hier vorne dran. Sieht schön aus. Ja, da steht auch die Nummer drauf. So, packen wir mal die Karten aus, würde ich sagen. Und da haben wir dieses schöne Muster drauf. Ich liebe die Farben, die sehen einfach unglaublich schön aus. Hier auch mit so einem coolen Kreis in der Mitte. Erinnert mich ein bisschen an einen Kompass, auch wenn es kein Kompass ist. Sieht einfach cool aus, meiner Meinung nach. Feier ich. Wie gesagt, in Fächern einfach nur top. Schaut euch das hier mal an. Sehr cool. Andere Richtung hat man dann ein bisschen dunkleres Pink. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Gesichter an und so weiter. Wir sehen uns gleich. Also, fangen wir an mit den Bildkarten. Und zwar sehen die ziemlich identisch aus. Ist auch nur für Cards geeignet. Trotzdem sehr stylisch für dieses Kartenspiel. Wir haben hier auch an den Ecken hier so coole Muster, so einfach an den Ecken so pink nochmal, dass wenn man Fächer innen macht, dass man auch hier so eine coole, ja, so ein cooles Muster hat. Genauso hier sieht einfach cool aus für Linkshänder, zack, und für Rechtshänder dann so. Auch nochmal diese coole Linie. Ja, wie gesagt, die Faces sehen alle ziemlich gleich aus. Bisschen anderer Umriss, aber im Großen und Ganzen dasselbe. Dann haben wir die Faces, also die Zahlenkarten. Auch Custom komplett, andere Symbole. So richtig cool sieht es einfach aus. Ja, feiere ich persönlich sehr. Wie gesagt, eher für Cards die Leute. Hier, man sieht auch hier da oben die Zahlen, die sehen nicht aus wie normal. Die sind so ein bisschen schicker. Und dann haben wir die... Ich habe drei Asse nur noch. Ein Ass liegt unterm Bett. Top. Das kriege ich wahrscheinlich nie wieder raus. Ist beim Dreh darunter geflogen. Hier seht ihr aber nochmal das Ass. Das habt ihr auch beim Castle-Trailer gesehen. Und nachdem ich das fallen gelassen habe, hatte ich die Karte nie wieder. Jetzt chillt die da unten ein bisschen im Staub. Ja. Und wir haben noch zwei Joker. Nicht identisch. Unterschiedlich, sieht trotzdem schick aus. Lonely Wolf, Staying Power und Discover the Wild, Wilderness Tours. Aber ihr könnt selber lesen, gehe ich mal davon aus. Ja, viel mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Tolles Kartenspiel, kann ich nur empfehlen, falls sich das jemand mal überlegt hat zu kaufen. Fokus, danke. Meine größte Empfehlung. Die Qualität ist einfach nur top. Ich mag die extremst. Vor allem für so 360-Grad-Fans. Ich kann keine. Ein bisschen. Aber es fällt mir immer noch sehr schwer. Ich habe mal einen geschafft, ja. Und seitdem struggle ich noch ein bisschen damit. Hier so top. Ihr merkt's. Gut, dass die Karte nicht unters Bett gefallen ist. Ja. Also, ich hoffe, das kleine Unboxing-Review Karsten-Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, lasst ein Abo da, danke. Und checkt Spielkartenshop aus, würde mich freuen. Danke.